Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur zweiten literarischen Lesung des Collegium Generale der Universität Bern in diesem Herbstsemester 2021 in der Reihe zum Thema Herkunft. Und ich begrüße sehr herzlich unseren Gast heute, Denis Ode in Leipzig. Leider nur, muss man sagen, Frau Ode in Leipzig und nicht hier in Bern. Sie wissen alle, woran das liegt. Wir sind ans letzte Jahr erinnert. Wir kennen das alle. Leider findet diese Veranstaltung nur digital statt, aber unser Gast Frau Ode ist auch in diesem Medium zu Hause. Sie hat diverse Texte in unterschiedlichen Formen auch online publiziert und dann aber mit ihrem Debütroman Streulicht 2020 bei Suhrkamp erschienen, auch in Buchform eine große Leserschaft erreicht. Ein Roman, der sehr, sehr erfolgreich war bei der Kritik, ebenso wie bei den Lesenden. Er hat verschiedene Preise gewonnen. Unter anderem wurde Frau Ode ausgezeichnet mit dem Aspekte Literaturpreis und das Buch kam in die engere Wahl für den Deutschen Buchpreis. Denis Ode hat außerdem Germanistik studiert, darf ich sagen, und insofern sind Sie herzlich willkommen, nicht nur in Bern überhaupt und an der Universität Bern, sondern ganz besonders auch bei uns in der Germanistik. Wir haben uns den Ablauf, damit es etwas lebendiger wird, gerade in diesem Online-Medium so vorgestellt, dass Frau Ode verschiedene Auszüge aus ihrem Werk lesen wird und dazwischen werden wir ein Gespräch führen. Anschließend, meine Damen und Herren, sind Sie herzlich eingeladen, auch Ihrerseits Fragen an unseren Gast zu stellen. Am besten technisch, am einfachsten wohl so, dass Sie netterweise eine Frage in den Chat schreiben, die ich dann an alle weitergeben würde. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, das heißt hinterher auch zu sehen sein und wir haben Zeit bis 19.30 Uhr. Ich freue mich sehr auf die Lesung und auf das Gespräch. Frau Ode, herzlich willkommen nochmal und legen Sie los. Hallo, vielen Dank für die Einleitung und für die Einladung natürlich auch und dass wir das jetzt so digital machen können und ja, das freut mich sehr und genau, ich würde einfach anfangen und als Einstieg den Anfang von Streulicht vorlesen. Die Luft verändert sich, wenn man über die Schwelle des Ortes tritt. Eine feine Säure liegt darin. Etwas dicker ist sie, als könnte man den Mund öffnen und sie kauen wie Watte. Niemandem hier fällt das mehr auf und auch mir wird es nach ein paar Stunden wieder vorkommen, wie die einzig mögliche Konsistenz die Luft haben kann. Jede andere wäre eine Fremde. Auch mein Gesicht verändert sich am Ortsschild, versteinert zu dem Ausdruck, den mein Vater mir beigebracht hat und mit dem er noch immer selbst durch die Straßen geht. Eine ängstliche Teilnahmslosigkeit, die bewirken soll, dass man mich übersieht. Ich übertrete die Schwelle an der Endhaltestelle, wo die Busse eine Schleife fahren und dann vor dem Haupteingang des Friedhofs eine Pause einlegen. Hier verändert sich das Licht. Wie gestrichener Ton spannen sich mir die Wangen über den Knochen und mit jedem Schritt ragt eine der Laternen aus der Dunkelheit. Die Dächer der neben dem Weg zur großen Eiche aufgereihten Einfamilienhäuser heben sich so scharf vom dahinterliegenden Himmel ab, dass ich sie selbst dann noch sehe, wenn ich für kurze Zeit die Augen schließe, als hätte ich zu lange die Sonne gestarrt. Als ich an der großen Eiche ankomme, ist mein Blick schon zu meinem alten geworden. Ich bemühe mich, keinen bestimmten Punkt zu fixieren, obwohl mich niemand dabei sehen kann, sich niemand auf der Straße befindet, dem meine Blicke auffallen könnten. Nur hinter einzelnen Fenstern ist noch Licht und Schattenrisse bewegen sich in den Räumen, stehen von ihren Fernsehsesseln auf, um sich bettfertig zu machen oder das Tablett mit dem Abendessen wegzubringen. Es kommt mir vor, als müsste hinter jeder Fassade der Tod lungern, müssten hinter den dunklen Fenstern Krankenbetten mit Dahinsiechenden verborgen sein. Kein Geräusch dringt durch die Straßen, bis auf das leise Brummen, das den Ort zu jeder Zeit erfüllt. Nachts fällt es besonders auf. Ein weißes Rauschen, das von der anderen Seite des Flusses herrührt und sich schon in meine Ohrmuschel gräbt, weich und rau zugleich, wie ein vertrauter Deckenbezug sich auf der Haut anfühlt. Auch das ist eine Eigenart des Ortes, die mir wie allen anderen hier schon nach wenigen Stunden nicht mehr ungewöhnlich vorkommen wird. Einzig an der letzten Kreuzung vor dem Haus begegnet mir doch jemand, ein Vater mit seiner kleinen Tochter, die an seine Hand geht und unter einer der Laternen ihren eigenen Schatten entdeckt. Er fächert sich um sie herum auf, mit ausgewaschenem Rand. Sie versucht im Spiel auf ihm herumzuspringen. "Stirb, du Schatten", ruft sie begeistert, und der Vater lächelt mich stolz an. Ich lächle zurück und erwarte, dass mir dabei die Wangen von den Knochen bröckeln, wie ausgedörrte Erde.
Der Schlüssel dreht sich leichtgängig im Schloss der maroden Holztür. Sie gibt das gleiche Geräusch von sich wie immer, als würde ich gerade von der Schule nach Hause kommen. Schweiß vom Schulsport zwischen den Schulterblättern, leere Brottüten in den Fächern des Rucksacks, aber es ist dunkel und ich schalte das Licht im Treppenhaus an. Im ersten Stock stapeln sich Kartons neben der Wohnungstür und Holzkörbe mit Kartoffeln und Zwiebeln. Der Schlüssel steckt hier von außen, dieser dicke Metallschlüssel mit altmodischem Bartprofil. Mach das Licht zu, hat meine Mutter immer gesagt, wenn wir nach Hause kamen, denn die Treppenhausbeleuchtung hatte keine Zeitschaltung. Das Licht zumachen, so hat sie es genannt. Ich öffne die Tür und schließe das Licht. Der Geruch von Zigarettenrauch schlägt mir entgegen. Alles in diesem Haus riecht nach Rauch. Nichts entkommt dem wabernden Dampf, der sich durch jede Ritze drückt. Die Bettbezüge, die Handtücher und Sofakissen werden regelmäßig durch die Waschmaschine gedreht und mit duftendem Pulver überschüttet. Aber sobald sie aus der Maschine gezogen werden, verklebt der Rauch die Fasern. Auch, dass mein Vater sich angewöhnt hat, die Küchentür zu schließen, hilft wenig. Ich drücke die Klinke herunter, das Holz des Türrahmens knackt, noch mehr Rauch steht in der Küche und mein Vater sitzt auf der Bank, dreht mit freudigem Ausdruck der Erwartung den Kopf zu mir, bis er mich sieht mit dem Rucksack auf den Schultern, der gegen die zurückspringende Tür schlägt, weil sie sich nicht ganz öffnen lässt. Die Lebensmittel, die sich auf der Küchenzeile stapeln, die blaue Plastiktüte mit dem alten Brot, dieser Überfluss an Essen und billigen Möbeln, die niedrigen Decken, das Weiß der Wände, das sich über die Jahre gelb gefärbt hat, die sich stapelnden Fernsehzeitungen, der PVC-Boden vor dem Herd und der Korkboden im Flur, der sich an einigen Stellen löst, all diese Dinge, die ich wiedererkenne. Die fleckige Tischdecke, die zur Hälfte mit Tassen vollgestellt ist, die alte Thermoskanne mit von kaltem Kaffee verkrusteter Öffnung, der Kühlschrankmagnet einer Käsefirma, den mein Vater und ich einmal als Werbegeschenk bekommen haben, als wir auch diesen rosa Reiswein gekauft haben, weil er im Angebot war und den ich in der Nacht ins Klo gekotzt habe. Die rote Klammer, mit der meine Mutter früher ihr Haar am Nacken zusammengehalten hat, die jetzt im Korb mit alten Werbeflyern liegt. Die große Papiertüte an der Türklinke, in der Verpackungsmüll gesammelt wird, bis er überquillt. Da bist du, sagt mein Vater. Wann geht es denn morgen los? Um 12, sage ich. Naja. Dann kommt mein Vater wie immer auf die Bahnverbindung und den Straßenverkehr auf der A66 zu sprechen, auf das Wetter, das früher anders war, auf das Fernsehprogramm. Am liebsten sind ihm Sendungen, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen oder alte Formate neu aufrollen. Abenteuer 1900, Anno 1476, das Remake von Winnetou, die Chartshow mit den größten Hits der 70er. Die vom Geschichtsverein des Stadtteils mühsam zusammengestellte Chronik über den Ort liegt neben ihm auf dem Küchentisch, auf weißem Kopierpapier gedruckt und in A4 gebunden. Mit pixeligen Abzügen von Schwarz-Weiß-Aufnahmen, Frauen in Schürzen, die vor dem Haus stehen, immer wieder sein, wie es früher war. 40 Jahre hat er in derselben Firma gearbeitet, auch darauf kommt er immer wieder zu sprechen. Dieser Arbeiterstolz, gemischt mit Trotz und aus Not geborener Arroganz, das Kinn, das er leicht hebt, die Lider, die einige Millimeter sinken, die Schultern, die er dabei nach unten drückt. Mein Vater tunkte 40 Jahre Aluminiumbleche in Laugen, 40 Stunden in der Woche. Die Hilflosigkeit bei allem, was darüber hinausgeht. Er nimmt nicht teil an den Gottesdiensten, er ist in keinem Verein, auch nicht im Männerchor Fortuna, er lässt niemanden ins Haus. Besuch, das ist etwas, was er nicht kennt und was er mir verboten hat, als ich noch bei ihm wohnte. Besuch, das waren Fremde, die in unser Versteck eindringen wollten, gegen die man das Haus verteidigen musste, indem man die Eingangstür zweimal abschloss und die kaputten Rollläden nicht reparierte, weil es gut passte, dass sie die Sicht in die Zimmer versperrten. Er geht manchmal runter zum Fluss, sieht sich die Schiffe an und dreht sich weg, wenn ein anderer Spaziergänger in seiner Nähe auftaucht. Er grüßt niemanden. Er nimmt immer den gleichen Weg zum Friedhof, geht durch die Nebenstraßen, als tue er es heimlich, geht nicht durch den Haupteingang mit dem steinernen Bogen, sondern durch das grüne Eisentor, das eigentlich für die Gärtner gedacht ist. Im Gegenzug lassen die Leute ihn in Ruhe. Die Frau vom Zeitschriftenladen mit der 20 Jahre alten Schaufensterdekoration, von der Sonne ausgeblichene Puppen und im Kreis angeordnete Groschenromane, bei der er die Lokalzeitung kauft, war vom ersten Tag an kurz angebunden ihm gegenüber,
obwohl sie mit allen anderen lange Unterhaltungen über die Geschehnisse im Ort führt. Das Geschäft für Satellitenfernsehen hat ihn abgewiesen, als der Kabelanschluss digitalisiert wurde, wegen zu vieler Aufträge angeblich. Womit dieser Laden überhaupt noch sein Geld verdiene, hat er gefragt. Das Internet legten die Leute sich doch heutzutage selbst ins Haus. Die kleine Metallbaufirma wollte seine Idee für das Grab meiner Mutter nicht umsetzen. Ein geschmiedeter Gartenzaun in Miniatur. Er zieht sich jedes Mal die Hosenträger hoch, wenn er an den Kartons und Papierstapeln vorbei die Treppe hochgeht. Und früher hat er, wenn er oben angekommen war, zu mir gesagt, die Leute im Ort seien wieder so dümmlich. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Von einem Misstrauen erfüllt, das sich an nichts Bestimmtem festmachen lässt, sondern seine unbewusste Grundhaltung ist, die auch heute aus ihm spricht, wenn er mich fragt, was ich damit, meinem Studium, mal werden kann. Wogegen er früher zu mir gesagt hat, sieh zu, dass du in Brot kommst, was wiederum ich nicht verstanden habe und lange nur zugesehen habe, während nichts passierte, gar nichts, und im Hintergrund rauchten die Schornsteine des Industrieparks. Gleich erstmal bis hier. Vielen Dank, Frau Ude. Die Schornsteine des Industrieparks verändern die Luft und es verändert sich das Licht, aber eigentlich merkt man das erst, wenn man zurückkehrt an diesen Ort, nicht wahr? Oder fällt einem das auf, sprechen die Menschen darüber, wenn sie neben einer Chemiefabrik aufwachsen? Wird einem das bewusst oder merkt man das nicht? Also die Leute im Ort, würde ich sagen, reden so über den Industriepark, wie man eigentlich so über das Wetter reden würde. Also eher so unbeeindruckt, heute wieder Ostwind. Es stinkt halt, also so wie man halt einfach sagen würde, es regnet wieder oder so. Aber es ist eben die normale Landschaft für die Leute, die da leben. Und es gibt ja, also im zweiten Kapitel beschreibe ich ja noch mal ein bisschen mehr die Szenerie dort. Und es gibt ja auch diese Brücke, die nur für Fußgänger geöffnet ist und die auf der anderen Seite Schienen hat und eben Lastwagen dahin fahren und so. Und das ist irgendwie so deren Wahrzeichen. Also es ist eigentlich eine total merkwürdige Brücke, weil da niemand eigentlich mit dem Auto drüber fahren darf. Aber die Bewohner nehmen das eben so an und spazieren darauf sonntags lang und finden das eigentlich ganz normal. Und der Begriff Streulicht, diese wunderbare Beschreibung in Ihrem Titel, der fasst ja beides zusammen, nicht wahr? Die Luft ist irgendwie anders und es bricht sich das Licht an den Partikeln, also eigentlich am Schmutz, nicht wahr? Mhm. Ist das ein Begriff, der gängig ist oder ist der erst Ihnen sozusagen im Nachhinein auf- oder eingefallen? Also mir persönlich eingefallen oder? Oder im Kontext der Geschichte auch, ja, ist das etwas, was man an einem Ort, wie Sie ihn beschreiben, gebrauchen würde, so in dem Sinne, da ist wieder das Streulicht, oder ist das eigentlich eine Vokabel, die dem Ort selbst fremd ist, sozusagen eine Bezeichnung von außen? Ach so. Doch, ich glaube schon, dass man die also in diesem fiktiven Ort benutzen würde. Und also ich selber habe den Begriff auch eigentlich immer benutzt, vor allem wenn die Sternschnuppennacht kam und es darum ging, dass man das eh nicht sehen kann wegen dem vielen Streulicht. Also das ist schon so ein Begriff, über den ich nicht viel nachgedacht habe, als ich ihn da reingeschrieben habe. Aber wie wir vorhin schon kurz zu zweit besprochen haben, also dieser Titel ist mir, glaube ich, deshalb auch selber nicht so ins Auge gesprungen, weil es irgendwie so ein ganz normaler Begriff war, um diese Umgebung zu beschreiben. Und meine Lektorin hat dann tatsächlich gesagt, das ist doch ein richtig guter Titel, der so viele Aspekte in dem Text auch in sich zusammenzieht und auch schon allein deshalb Sinn macht, weil auch mir dann auch während dem Lektorat aufgefallen ist, dass ich eigentlich permanent die Lichtverhältnisse beschreibe, auch außerhalb des Ortskontexts. Also es geht eigentlich dauernd um Licht. Es ist ja eine Art Heimkehrgeschichte auch. Also die Erzählerin, die Hauptfigur, kehrt zurück an den Ort ihrer Kindheit, ihrer Jugend. Sie ist dann weggegangen zur Schule, zum Studium. Und es wird einerseits erzählt eine Art Ausstiegs- und Aufstiegsgeschichte, relativ chronologisch, nicht von der Schule über die Abendschule zum Studium. Aber andererseits gibt es sehr viele Erinnerungen, gewissermaßen Rückblenden. Mhm. Hatten Sie dafür einen quasi Bauplan zu Beginn?
oder haben Sie einzelne Szenen geschrieben und dann montiert? Ja, tatsächlich habe ich eher einzelne Szenen geschrieben. Also ich hatte anfangs, hatte ich halt einen total ausgeklügelten Struktur, Plan und Plot und so weiter und habe Excel-Tabellen angelegt und wo ist hier der Höhepunkt und so und wann kommt diese Explosion vor, weil ich dachte, es muss irgendwas total Krasses passieren und diese Explosion ist ja eigentlich auch total in den Hintergrund getreten und ich habe halt während dem Schreiben dann gemerkt, dass das nicht klappt. Also ich konnte mir nicht vorher so einen Rahmen selber auferlegen, weil ich mich immer davon irgendwie ein bisschen eingesperrt gefühlt habe. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir eigentlich um bestimmte Bilder geht, die immer wieder aufgetaucht sind. Und dann habe ich diese Bilder also mit Überschriften versehen und auf den Zettel geschrieben. Und dann wurde es halt so eine wilde Pfeilsammlung, wo ich dann halt einfach diese Szenen quasi hin und her geschoben habe, bis sie so sich für mich stimmig angefühlt haben. Explosion, sagen Sie, Frau Ode, das spielt als Motiv eine gewisse Rolle, wird immer wieder angesprochen. Der Selbstmord einer Frau, die sich in einer Kirche in die Luft sprengt. Und demgegenüber das quasi leise Sterben der Mutter, der Erzählerin, nicht? Als die beiden Möglichkeiten zu gehen, wie es heißt in dem Buch. Ja. Das ist ja durchaus auch melancholisch, traurig, deprimierend. Ja? Haben Sie sozusagen bewusst, dass den Text so eher pessimistisch gehalten, damit nicht eine Erfolgsgeschichte daraus wird? Also das war eigentlich so von Anfang an der Grundton, in dem der Text eigentlich entstanden ist. Also mit dieser Ortsbeschreibung kam diese düstere, etwas so böses, verheißende Stimmung irgendwie auf. Und die Erzählerin hat diese Stimmung irgendwie dann selber, also in sich aufgenommen, also weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig ausgedrückt habe, aber deshalb war das irgendwie so einfach der Tonfall, in dem der Text natürlicherweise entstanden ist. Und als ich dann gemerkt habe, was für Themen ich tatsächlich ansprechen will, also dass es eben um so eine Aufstiegsgeschichte geht und so weiter, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich, glaube ich, diesen Gestus des Deprimierenden oder irgendwie Handlungslosen, was diese Erzählerin ja auch ausgemacht hat, beibehalten will, weil es mir schon auch wichtig war, nicht so eine Feel-Good American Dream Aufsteigergeschichte zu machen, bei der man sich dann am Ende so fühlt, als wäre alles in Ordnung. Also hat das dann schon, als ich dann nochmal analytisch dann drüber nachgedacht habe, auch Sinn gemacht, das so beizubehalten. Ist das grundsätzlich quasi ein Problem oder fast ein Paradox? Die Geschichte handelt ja eben von einer erfolgreichen Aufsteigerin, die über ihr Herkunftsmilieu schreibt oder von ihrem Herkunftsmilieu erzählt. Nicht wahr? Also das, was man Prekariat oder auch ein Arbeitermilieu nennen könnte. Ist das ein Problem, dass eigentlich nur die von diesem Milieu erzählen können, die nicht mehr dazugehören? Nicht wahr? Also jemand, der quasi mittendrin ist, nicht den Ort verlassen hat, nicht zur Universität gegangen ist, würde wahrscheinlich keinen Roman schreiben. Nicht? Also wie haben Sie sich das überlegt, wie kann man diesem Paradox irgendwie entgehen, diesem Erfolgsparadox, quasi immer nur von außen als nicht mehr ganz dazugehörige Erzählerin sprechen zu können? Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob nicht auch in vielen Schubladen irgendwelche Romane liegen von Leuten, die tatsächlich in dem Milieu geblieben sind und ob es nicht mehr eine Frage ist, ob die das dann überhaupt wollen oder ob es nicht auch irgendwie halt legitimierend ist, das dann das erst veröffentlicht zu bekommen, wenn man es quasi hinter sich gelassen hat. Also ich weiß gar nicht, inwiefern das irgendwie auch mit den Strukturen zu tun hat. Aber dann wiederum glaube ich auch, dass man ja oft erst eine gewisse Zeit verstreichen lassen muss, egal um welche Geschichten es geht, also bis man selbst Dinge, die man im Leben erlebt hat, begreift und auch für sich in sein eigenes Lebensnarrativ eigentlich einbringen kann. Also ich glaube, es hat mit beidem dann irgendwie zu tun, also dass es irgendwie auch einfach Zeit braucht, bis man Sachen verarbeitet hat und sich darüber bewusst werden kann, was die bedeuten. Kennen Sie selbst solche Texte oder
Also aus Ihrer eigenen Erfahrung? Oder könnte man sich vorstellen, dass jetzt, es ist ja nicht streng autobiografisch, sondern eben ein Roman, dass in der Welt Ihrer Erzählerin der Vater oder die Mutter ihre Erinnerungen selbst aufgeschrieben hätten, der einfache Arbeiter und die Migrantin aus der Türkei? Also denkbar finde ich das irgendwie schon. Also beide sind ja aber eher nicht so charakterlich einfach nicht so, dass sie irgendwas gerne nach außen tragen. Und sie denken ja auch eher ungern nach über ihre eigenen Probleme. Und das wäre ja eine Voraussetzung, um das aufzuschreiben. Deswegen glaube ich, dass diese Figuren dezidiert das wahrscheinlich nicht machen würden. Aber ich zumindest habe während meiner Abendschulzeit eigentlich alles ins Internet reingeschrieben. Also eigentlich ist das, denke ich, schon etwas, was auch passiert. Ja. Und sowohl die Figur des Vaters in Ihrem Roman wie auch die Mutter erzählen ja selbst, nicht wahr? Wiedergegeben von der Erzählerin. Die Mutter erzählt ihre Herkunftsgeschichte. Ich glaube, das wäre ein zweiter Teil, den Sie uns mitgebracht haben, nicht wahr? Wollen wir vielleicht damit fortfahren, Frau Ode, und danach darüber sprechen? Ja, stimmt. Also das ist eigentlich eine mündliche Erzählung der Mutter, die, kann man sagen, aber auch dann sehr stark fiktionalisiert worden ist von der Mutter selbst. Wenn ich meine Mutter nach ihrer Vergangenheit fragte, klangen ihre Antworten wie ein Märchen. Ich komme von weit her, aus einem kleinen Dorf am Meer. Es liegt in den Bergen und die Berge beugen sich zum Strand. Es gibt nur enge, staubige Straßen, die zum Meer führen und die Leute haben keine Autos, sondern Esel. Sie treiben ihre Schafe durch die Straßen. Sie laufen mit Sackkarren voll Wasser. Es gibt kein gutes Wasser im Dorf, man muss es kaufen. Wasser zu verkaufen war die erste Arbeit meines Bruders. Wir haben in einem kleinen Haus gewohnt, ich und meine 5 Geschwister, aber alle sind früh ausgezogen, sie waren viel älter als ich. Ich hatte deshalb ein eigenes Zimmer, ein Luxus. Es gab ein Bett in dem Zimmer und einen kleinen Tisch. Morgens früh weckte uns der Ruf des Muezzins, und wer freitags nicht in die Moschee ging, über den wurde geredet. Ich mochte es dort. Es war kühl und man konnte so viel Tee trinken, wie man wollte. Ich mochte es dort. Es war ein erlaubtes Versteck. Die Hühner laufen frei auf den Straßen herum und im Sommer fallen Maulbeeren von den Bäumen. Es gibt auch hier am Fluss einen dieser Bäume. Ist er dir schon mal aufgefallen? Er steht nur wenige Meter vom Hügel entfernt. Hier weiß niemand, dass man die Beeren essen kann. Sie liegen im Sommer zertreten um den Baum, schwarze Flecke überall. Nur die Brombeeren sammeln sie hier, aber mich erinnern die Maulbeeren an früher, als ich jung war. Jeden Tag habe ich auf dem Boden gesessen und das Essen vorbereitet. Ich habe Weinblätter gerollt mit Pinienkernen und Reis und Rosinen darin, stundenlang. Im Herbst habe ich Gemüse eingelegt. Bei uns sagt man, in ein Haus, in dem dieses Gemüse gegessen wird, muss kein Arzt kommen. Und es stimmt. Zu uns musste nie ein Arzt kommen. Die meisten in meiner Familie sind über 100 Jahre alt geworden. Auch du und ich werden über 100 Jahre alt werden. Es liegt daran, dass meine Mutter einen Zauberspruch an die Djinn gerichtet hat und die Djinn haben ihr gehorcht. Sie war eine Weise. Sie hat den Djinn gesagt, beschützt meine Familie, niemand soll ein böses Auge machen und die Djinn beschützen uns seitdem. Weil niemand uns böse anguckt, bekommen wir keine Krankheiten. Zusammen mit dem Gemüse und der Meeresluft. Sie fehlt hier, aber das macht nichts. Die Djinn beschützen dich. Sie bringen das Meer zu dir, auch wenn du es nicht siehst. Nachts sitzen sie um dein Bett, aber du musst keine Angst haben. Du kannst sie nicht sehen. Sie halten Wache, damit du ruhig schlafen kannst. Alle bösen Geister halten sie von deinem Bett fern. Wo ich herkomme, glauben wir daran. Für alles gibt es Geister. Für das Meer und die Bären und die staubigen Straßen in den Bergen. Ich habe es geliebt, mein Dorf, aber ich habe mich auch gefragt, ob das alles ist. Soll ich mein Leben lang nur das sehen, habe ich mich gefragt. Es ist schön, aber soll es alles sein, auf dem meine Augen die ganzen 100 Jahre ruhen sollen? Sie hörte Dinge, die nicht da waren. Das war ihr Zeichen. Muss langsamer machen, sagte sie. Mit dem Arbeiten, mit der Wäsche, mit den Tellern, die sie aus dem Wohnzimmer holte. Muss mich beruhigen. Sie Strategien suchen, um Ruhe zu bewahren, den Blutdruck zu senken, sich eine Tabelle über den Cholesteringehalt verschiedener Lebensmittel an den Küchenschrank hängen, die sie dann doch nicht beachtete. Sich schöne Gedanken machen, damit sie einschlafen konnte. Ich stelle mir Pudding vor, sagte sie. Muss mich schützen.
die Tür ein Spalt breit offen lassen, damit mein Vater sich versichert sah, immer hineingehen zu können, wenn er wollte. Es war die beste Vorkehrung dagegen, dass er wirklich ins Zimmer kam. Sonst hämmerte er an die Tür, trat mit dem Fuß gegen den Rahmen und rief: Lass mich rein. Sie hörte ein Piepen im rechten Ohr und Geräusche wie zerknülltes Papier oder wenn ganz nah einer raschelt mit altem Laub. Selbst den Sirenenalarm des Industrieparks hielt sie manchmal für etwas in ihrem Ohr und ich musste ihr sagen, was zu tun war, wie ich es in der Schule gelernt hatte. Das ist nur eine Übung, sagte ich. Ich erkannte es an dem blechernen und etwas leiernden Entwarnungston, der zuerst aktiviert wurde. Was ist eine Übung? Fragte sie. Die Sirenen. Ach, das sind wirklich Sirenen, sagte sie, und ihr Blick, der nervös auf ihren Händen hin und her geirrt war, entspannte sich. Wir müssten jetzt die Fenster schließen, wenn es echt wäre, sagte ich. Der Ton schwoll an und wieder ab. Wir übten den Chemieunfall, wie wir auch den Feueralarm übten. Alle paar Monate schickte der Park sein Dröhnen durch den Ort, wie ein Riese mit rundem, weit offenstehendem Mund. Wann wurde vorher nicht bekannt gegeben, um eine möglichst authentische Situation zu schaffen? Einmal ertönte die Sirene mitten in der großen Pause, während Sophia mir in einer Traube aus Kindern Klatschspiele zeigte. Hinter uns stachsen ein paar auf Eimerstelzen vorbei. Ein Stück weiter flogen Softbälle durch die Luft. Der Ton erklang und obwohl allen in den ersten Sekunden klar wurde, dass es nur eine Übung war, kam Bewegung in die Kinder. Das Stimmengewirr wurde lauter. Sophia und ich verloren uns aus den Augen und dann stand ich vor einem blonden Jungen aus einer der höheren Klassen. Er zog die Augen zu zwei schmalen Schlitzen zusammen. Was glotzt du so dumm? Fragte er und ich wendete den Kopf ab. Eins von diesen Kellerkindern hörte ich ihn hinter mir sagen, als ich loslaufen wollte, um den anderen zu folgen, die zum Eingang des Schulgebäudes drängten. Von diesen Kellerkindern hörte ich und dann noch ein Wort, das auch mit K begann, aber ein anderes, dann ein harter Stoß in den Rücken, der näherkommende graue Asphalt, dann nichts. Dann lange, obwohl lang das falsche Wort ist, weil die Zeit aus den Angeln gehoben war, nichts. Als ich den Kopf hob, war der Schulhof leer. Ich sah, wie die Flügeltüren des Schulgebäudes aufgingen und zwei ältere Mädchen mit Zetteln in den Händen heraustraten. Als sie mich in der Mitte des Schulhofs liegen sahen, begannen sie zu rennen. Sie griffen mich links und rechts an den Armen und hieften mich hoch. Der Alarm war vorbei und der Unterricht hatte längst begonnen. Ich lehnte über dem Waschbecken und Blut lief mir aus der Nase. Meine Handgelenke lagen schwer auf dem Beckenrand und meine Hände hingen schlaff über der weißen Email, kalt und blau gefleckt. Ein Unfall, sagte die Schulkrankenschwester. Nichts passiert und ließ ihre Finger über mein Gesicht wandern, da wo es auf den Boden geschlagen war. Am linken Wangenknochen und am Nasenrücken eine Abschürfung und eine Schwellung, die sich minütlich vergrößerte. Die Haut spannte so, dass sie das Licht reflektierte und es aussah, als wäre sie nass. Ein Unfall, sagte die Lehrerin zu meiner Mutter. Ein Unfall und ein unglücklicher Zufall mit dem Probealarm. Die Kinder rennen, ohne sich einmal umzusehen. Da müsse man noch üben. Dafür seien die Proben ja da, damit im Ernstfall Ruhe herrsche. Und sie, sagte die Lehrerin und zeigte auf mich, mein geschwollenes Gesicht. Sie ist ja auch etwas schmächtig. Ich könne mich nicht so gut durchsetzen, das sei ihr schon aufgefallen. Ich hätte ein dünnes Fell, vielleicht ein dickeres wachsen lassen. Sie würde sich da keine Sorgen machen, was die anderen beträfe. Es gäbe eben Raufereien, das sei Teil der Entwicklung, die Kinder in dem Alter durchmachten. Und dazu käme, dass ich eher mal untergehen würde im Tumult. Mit dem dünnen Stimmchen, mal lauter werden, mal ein bisschen robuster werden. Sie ist etwas sehr sensibel, sagte die Lehrerin und beugte sich dabei zu mir herunter. Ich sagte meiner Mutter auf dem Heimweg, welches Wort ich gehört hatte, kurz vor dem Stoß. Ich fragte, was es bedeutete, und sie sagte, dass das nicht sein könne, dass unmöglich ich damit gemeint sein konnte. Es ist ein Schimpfwort, sagte sie, aber du kannst nicht gemeint sein. Du bist Deutsche. Es liegt daran, dass ich zu sensibel bin, sagte ich von da an. Man muss sich ein dickes Fell wachsen lassen, mit einem erwachsenen Gesichtsausdruck, so als wüsste ich, wie das ginge, so als hätte ich eine genaue Vorstellung davon, wie es auszusehen hätte. Ein Fell, das man sich wachsen lassen konnte und von dem die Stöße in den Rücken abprallen würden wie nichts. Meine Mutter hörte nachts einen LKW durch die Wand kommen. Das war ein richtiger Krach, sagte sie.
so als wäre direkt neben meinem Kopf etwas Großes zusammengestürzt. Sie lag unter weißem Bettzeug mit gelben Nadelstreifen in einem Krankenzimmer und sah mich mit dem gleichen Lächeln an, das sie an manchen Morgenden hatte, wenn das Glas schon zusammengefegt und mein Vater längst mit seiner Arbeitstasche verschwunden war. »Ist nichts Schlimmes«, sagte sie. »Bin bald wieder zu Hause.« Ja, vielen Dank, Frau Orde. Die Hauptfigur, die Erzählerin, hat also einen deutschen Vater, der Chemiearbeiter ist und Wutausbrüche hat und dann Dinge zerstört, um sich wirft, und eine Mutter, die aus der Türkei eingewandert ist, aber ihre sozusagen Sprache offenbar nicht weitergegeben hat oder nur ganz bedingt. Also die Erzählerin hat keine Muttersprache, wenn man so will. Alles, was sie von der Türkei weiß, weiß sie aus den Erzählungen der Mutter, aber auf Deutsch, nicht wahr? Ist das richtig? Genau. Das finde ich jetzt interessant, die Frage, und hätte als Nichtschriftsteller keine Ahnung, wie ich das lösen würde. Also wie gibt man literarisch angemessen wieder, wie diese türkische Mutter erzählt, aber auch wie dieser deutsche Vater erzählt? Haben Sie auch mal experimentiert mit der Idee, gewissermaßen Soziolekte abzubilden, also ein fehlerhaftes Deutsch oder dialekthaftes Deutsch zu verwenden? Oder haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten durchgespielt? Ich wollte es vermeiden, irgendwie so eine Art gebrochenes Deutsch der Mutter in den Mund zu legen, wie man es so von eben diesen Sketchen aus den 90ern kennt, eben von diesem Dragan und Alda, die ja auch vorkommen in dem Text. Ich habe aber, glaube ich, schon so einen bestimmten Tonfall, der mir bekannt vorkommt, in die Mutter hineingelegt und auch so ein paar kleine Formulierungen, also dieses das Licht zumachen, ist glaube ich, halt wörtlich übersetzt aus dem Türkischen eigentlich. Und Auge machen ist auch eigentlich eine Formulierung, die also Deutsch-Türken halt benutzen. Und das aber auch so eine Formulierung, auf der ich bestanden habe, dass sie dann drin bleibt. Auch, also wenn sie im Lektorat erst als falsch gesehen wurde. Und ja, genau, also der Vater, dem habe ich ja manchmal so eine Mündlichkeit auch schon mitgegeben, aber ich habe es versucht, sehr soft zu lassen und auch nicht unbedingt eine bestimmte Region da durchscheinen zu lassen. Also ich hätte es irgendwie auch in breitem Hessisch machen können oder so. Aber ich wollte ja gerade, dass man eigentlich den Ort nicht so richtig, also dass der eigentlich überall sein könnte. Und deswegen habe ich eher versucht, es so ein bisschen mündlich klingen zu lassen als wirklich ein Dialekt. Scheint mir ein Dilemma zu sein geradezu, nicht? Entweder gibt man den Personen eine eigene Stimme, aber dann kann es orientierend werden, oder es ist quasi literarisch, aber dann könnte man sagen, jetzt haben sie keine eigene Stimme und werden sozusagen nur von außen erzählt. Sehr interessant. Die Mutter erzählt dann von der Türkei, und Sie haben das erwähnt, Frau Ode, sie gerät ins, also sie fiktionalisiert etwas, nicht? Die staubigen Straßen und die, man könnte fast denken, das sind so wie Fantasien von der Türkei. Oder? Also ist das orientalisch, wie sich das Westeuropäer vorstellen, oder fast orientalistisch? Oder wollten Sie spielen auch mit diesen Motiven? Oder andeuten Sie fabuliert die Mutterfigur? Also meine Idee war eigentlich, dass die Mutter der Erzählerin eigentlich wie so ein weich gezeichnetes Bild ihres Heimatdorfs mitgeben will und nicht so, wie sie es eigentlich wirklich erlebt hat, weil sie ist ja selber eigentlich vor Gewalt auch geflohen und hat sich ja da nicht wirklich wohlgefühlt. Und insofern war meine Idee eigentlich mehr, dass sie, wo sie ja sowieso die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt ist, die Tochter zu schonen vor allem, auch bezüglich ihrer eigenen Vergangenheit versucht hat, sie zu schonen. Und vielleicht auch sich selbst das so erzählt hat oder sozusagen ihre eigene Erinnerung ein bisschen verklärt hat, nachdem sie so lange selber nicht mehr dort war. Sie flieht vor Gewalt, und zwar vielleicht interessanterweise vor der Gewalt ihrer Mutter, nicht wahr? Mhm. Während im Übrigen ja sehr stark Männlichkeit ein Problem zu sein scheint, gerade in dem Milieu, das Sie beschreiben. Der Vater der Erzählerin flippt immer aus und wirft dann Aschenbecher auf den Boden oder zerstört Dinge. Aber in diesem Fall, also ging es Ihnen darum, das gewissermaßen fiktional auszubalancieren. Auf mütterlicher Seite ist die
Matriarchin die Gewalttäterin, die häusliche Gewalt ausübt? Oder ist das Zufall? Ich wollte ja, dass beide Figuren, also die Vaterfigur und die Mutter, beide Elternteile jeweils verlieren und auf dieser Ebene quasi auch zueinander finden, so ein bisschen. Und dann war es eben auf der Mutterseite der Vater, der zuerst gestorben ist. Und dann blieb halt die Mutter übrig und dann musste die halt eigentlich agieren. Und dann war es natürlich auch so, dass ich, also das sind eben so Überlegungen, die dann schon auch eine Rolle gespielt haben, dass ich es vermeiden wollte, so ein gewalttätige Türke-Klischee irgendwie aufzumachen. Also, und natürlich gleichzeitig gibt es ja gewalttätige Männer überall, aber das habe ich dann eben auf den Vater verlegt. Also. Der ja auch gewalttätig, also quasi nicht, immerhin nicht gegen Personen direkt ist, aber schlimm genug, nicht? Und ja. Dinge zerstört, nicht? Und der Großvater wiederum hat ein Kriegstrauma und bringt quasi diese Nazi-Vergangenheit noch mit in die Geschichte, die aber so dezent im Hintergrund bleibt, nicht? Oder mehr oder weniger. Wie Genau. verhält es sich mit den Namen? Also das haben wir auch im Seminar, Frau Ode, diskutiert. Wir erfahren ja nicht viel über den Namen der Erzählerin, nur dass der Nachname mit A beginnt und dass in dem Vornamen ein I vorkommt. Oder? Warum das? Damit man einerseits mit dem Namen der Autorin eine Verbindung herstellen kann, aber andererseits auch weiß, es ist nicht wirklich die Autorin, es ist ein Roman, keine Autobiografie. Also die platteste Erklärung ist eigentlich die, dass mir kein guter Name eingefallen ist für diese Erzählerin. Also es fing so an, dass es ein Ich gab, das aufgetaucht ist. Und ich dann natürlich im Laufe des Texts mich gefragt habe, kann ich diese Ich-Perspektive beibehalten? Ist das sinnvoll für diesen Text? Und habe dann auch ein bisschen rumprobiert mit dann doch personaler Perspektive und so weiter. Und da ist mir dann kein guter Name eingefallen und ich habe dann auch gemerkt, dass es eigentlich für diese Erzählerin von größerer Wichtigkeit ist, ich zu sagen und dass der Name eigentlich dabei in den Hintergrund tritt. Und, und dann fand ich aber trotzdem diese Doppelnamigkeit, die die Erzählerin ja eigentlich auch hat, schon einfach ein interessantes Motiv. Also diese Erfahrung habe ich halt selber gemacht mit meinem eigenen Namen und fand das einfach so bildlich und halt literarisch eigentlich an sich, dass ich das auf jeden Fall verwenden wollte dafür. Und ich habe dann kurz überlegt, ob ich sie Yasemin nennen soll, weil ich auch eine Freundin hatte, die so hieß und die sich immer darauf bestanden hat, Yasmin genannt zu werden. Also das war eigentlich dasselbe. Und da hatte ich dann das Gefühl, dass es eigentlich gar nicht dann unbedingt nur eine Erfahrung ist, die ich jetzt mit meinem Namen gemacht habe, sondern dass das schon viele Leute machen. Genau, und dann war aber halt für den Text, also für die Bedeutungsebene des Textes, habe ich dann gemerkt, dass das viel wichtiger ist, dass die Erzählerin sich als ich begreift. Und deswegen habe ich ihr dann auch keinen Namen gegeben. Und die Doppelnamigkeit, die Sie ansprechen, die zwei Vornamen, von denen einer geheim sei, das sind dann nicht wirklich zwei Vornamen, sondern es ist eigentlich nur einer, den man unterschiedlich aussprechen kann. Ist das die Idee? Ja, aber es könnte auch ein Doppelname sein. Also das habe ich irgendwie ein bisschen offen gelassen dann. Und ist das, inwiefern ist das verallgemeinerbar, dass die Möglichkeit, den Namen eben als türkisch zu lesen oder zu hören, so starke Diskriminierung auslöst und dann ja bei der Erzählerin auch zu Zurückgezogenheit führt, nicht? Also ist das eine Erfahrung, die Sie gemacht haben oder die Sie öfter beobachtet haben, dass man sich dann in sich kehrt und... Also ja, wie gesagt, ich selber habe die Erfahrung gemacht und meine Freundin Yasemin auch. Und ich glaube schon, dass es auch, also nicht mal unbedingt nur mit türkischen Namen ist, sondern auch, dass ja generell Leute, die irgendwie Namen haben, die schwer auszusprechen sind, für Leute, die diese Namen nicht kennen, dann oft irgendwie eine Kurzform dafür finden oder so. Also ich glaube, das ist schon relativ gängige Erfahrung, diese mit dem eigenen Namen irgendwie zu hadern. Und das ist so, also in dem Fall, also Denise, kurzes I wäre türkisch, verstehe ich das richtig? Und Denise wäre dann quasi so pseudo-französisch. Genau, französisch, ja. Westlich, okay. Ja,
Und dann gibt es aber eine andere, ich glaube auch türkische Figur in der Abendschule, die ganz selbstbewusst ihren türkischen Vor- und Nachnamen sagt, den sie sich ja besser aussprechen können. Also wo das Problem sozusagen Stigma-Management, das Vermeiden und sich Verstecken überhaupt nicht existiert. Nicht? Die hat einen anderen Weg gefunden. War das quasi so als Kontrastfigur gedacht zu der eher schüchternen Erzählerin? Genau, also Jansu heißt die Figur. Und ich glaube, ich kann ihn nicht besser aussprechen, weil ich spreche auch selber kein Türkisch. Also deswegen glaube ich, klingt es genauso wie bei Ihnen. Genau, und das war eigentlich so meine Idee, dass diese Figur eigentlich platzt ja immer in die Räume, in die sie reintritt und zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich und ist eben sehr laut und selbstbewusst und geht eigentlich mit diesen sehr ähnlichen Erfahrungen, die sie auch macht wie die Erzählerin, sehr anders um. Aber beide treffen sich dort in der Abendschule. Also für beide hat diese Strategie jeweils nicht dazu geführt, dass irgendwie deren Leben geradliniger verlaufen wäre oder so. Aber trotzdem ist Jansu eigentlich so eine Schlüsselfigur für die Erzählerin, weil sie ihr so einen Satz sagt, der eben für sie dann eine dritte Möglichkeit aufmacht, im Gegensatz zu diesem leisen oder lauten Verschwinden, was sie ja eigentlich anfangs als die einzigen Möglichkeiten sieht für ihr Leben. Und der abgekürzte Nachname, aber A-Punkt, soll das zeigen, es ist quasi, es beginnt mit ihr wie im Alphabet, aber im Prinzip ist sie stellvertretend für viele, oder? Ach so, das wäre natürlich eine interessante Lesart. So Alpha und Omega-mäßig, oder? nee, ich habe da, nee. Soweit habe ich nicht gedacht. Ich habe einfach nur A genommen, weil als ich das, also weil ich so diese, also der Name taucht ja auf in dem, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, als sie einen Traum hat von einem Dozenten, der sie ruft. Und ich wollte was, was sich so anhört wie ein Türknarren. Und da hat sich A irgendwie angeboten für. Ah, interessant. Okay, daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber dass die Namen so wichtig sind, darauf kommt man ja auch wegen der so sehr sprechenden Namen mancher Figuren. Also der Lehrer heißt dann Herr Schiller, nicht wahr? Er vermittelt die Bildung. Und dann gibt es einen Herrn Kaiser, der steht quasi für die Macht und die Autorität. Und die ja eigentlich Kontrastfreundin, die aber nicht wirklich immer sehr nett Erzählerin ist, die heißt dann Sophia, also so im Grunde erzbildungsbürgerlich und dann auch noch griechisch, nicht wahr? Sehr europäisch, im Grunde auch eine Art Allegorie eher, nicht? Und nur, also war das, also die Hauptfigur hat dann aber fast keinen Namen, ist fast namenlos. Ja, ja, und wenn ich mich richtig erinnere, bedeutet Sophia ja auch die Weise, oder? Ja, und das fand ich dann halt eigentlich auch ganz witzig, so dass dass Sophia die Weise sein soll, wenn eigentlich bei ihr nicht so wirklich viel dahinter steckt. Also um jetzt mal meine eigene Figur ein bisschen zu beleidigen, aber eigentlich ist sie ja nicht wirklich Sophia, also. Absolut, nicht? Genau, ja. Und ich weiß nicht, bevor wir zu noch ganz vielen Fragen kommen, die das den Bildungsweg betreffen. Hätten Sie noch einen dritten Teil, den Sie lesen würden? Und dann können wir vielleicht auch das Ende zumindest anspoilern. Ja? Okay. Genau, also und jetzt lese ich einen kurzen Abschnitt noch aus der Abendschulzeit und dort kommt Jansu dann auch kurz vor. Es war dunkel geworden. Der Sprühregen stand um die Laternen wie Rauch. Ich ging allein zurück zum Bahnhof, unter der Eisenbahnbrücke hindurch und in den Sekundenbruchteilen, in denen ich gewohnheitsmäßig einen Ausfallschritt über die Inseln aus Vogelkot machte, begann ich auf etwas zu hoffen. Am Rand der Station setzte ich wieder den Fuß auf das nachgebende Metall, die Rolltreppe lief an und sobald die Überdachung den Regen abhielt, zog ich die Arbeit hervor. Mir war kein einziger Fehler unterlaufen, nur rote Haken säumten den Rand. War das ein Beweis? In den Strichen der Bruchzahlen sah ich noch das Zittern meiner Hände. Niemand wartete am Bahngleis, nur das Summen der Neonröhren war zu hören, das Knacken des Plastiksitzes, auf dem ich mich niederließ, das vom Schweiß meiner Handflächen feucht gewordene Papier zwischen den Fingern. So vergingen die Monate. Die Schlauheit, die mir die Lehrerin und meine Mitschüler attestierten, wurde nur hinter den Mauern der Abendschule anerkannt. Außerhalb blieb nichts davon übrig, so oft ich auch die Hausaufgaben für Pika erledigte, der Englisch nicht mochte
und nicht konnte, der überhaupt nichts, was mit Sprache zusammenhing, verstand und dem ich alles dreimal erklären musste, bis er mir glaubte, weil er trotz allem eine höhere Meinung von seinen als von meinen Fähigkeiten hatte. Das warf ich ihm nicht vor, weil ich es nicht anders gewohnt war. Es fiel mir nicht einmal auf. Ich tat ihm den Gefallen, weil ich mir etwas beweisen wollte. Er selbst las keine der Zeilen, die ich auf Papier brachte. Es ist ganz einfach, sagte ich, und Pika nahm mir bloß die Zettel aus der Hand. Danke, etwas verständnislos über meinen Stolz. Er hätte alles genommen, er hatte bloß keine Lust auf die Aufgaben gehabt. Sein Lehrer hatte sie bei der Kontrolle mit dem Blick nur gestreift, ohne sich dabei etwas zu denken, dass die Schrift eine andere war als sonst. Den interessiert das nicht, sagte Pika. Der hätte auch Kauderwelsch stehen können. Die Nachbarsjungen, die er an diesem Abend wieder eingeladen hatte, lachten über mich und meine Beflissenheit hinter vorgehaltener Hand. Ich war nur froh gewesen, dass mir das Englische nicht abhanden gekommen war, nachdem ich in der Abendschule immer nur Hauptsätze formulieren sollte. Ich hatte einen Zusatzkurs Business English gewählt, in der Hoffnung, ich würde etwas Neues lernen, aber alles, was von uns verlangt wurde, waren Rollenspiele, bei denen ich vorgab, mit meinem Sitznachbarn zu telefonieren. Abwechselnd sagten wir in den Hörer eines alten Schnurapparats, The furniture is very modern. Auch das ging vorbei. Zum Schluss blieb noch das Zeugnis, das in einem Klassenraum verliehen wurde, zwischen 14 und 15 Uhr, einer Totenstunde, wie es in dieser Schule viele gab. Und weil wir nur so wenige Absolventen waren und die Schulleitung der Mittelstufe uns wohl nicht traute, bekam die Lehrerin die Schlüssel zur Aula nicht. Nicht mal die Sporthalle kannten wir von innen. Es machte uns nichts. Wir nahmen die Zeugnisse gerne im Geheimen entgegen, fast inoffiziell. Darin fühlten wir uns wohl und wir waren uns sowieso nicht sicher, ob das Papier draußen etwas wert war, auch wenn es so schön dick war. Draußen, so sprachen wir, als befänden wir uns in einem Vorraum und hätten eine Schonfrist bekommen. Ein Foto wurde gemacht. Wir standen vor einer halb aufgeklappten Tafel, Jansu neben mir, ihre falsche Dolce und Gabbana Gürtelschnalle glänzte in einem Streifen Sonnenlicht und sie legte mir einen Arm um die Schultern. Ich sprach von einem Wir, das es in Wirklichkeit nicht gab, das sich, sobald wir uns am Abend trennen würden, in eine zufällige Begegnung auflösen würde. Wir waren nur durch dieses gemeinsame Schuljahr verbunden, dadurch, dass wir die Mode von 2007 mitmachten. George, Gina und Lucy Taschen, Benchfließjacken, Hüfthosen, die gerade erst ihren Schlag verloren. Wer kein Geld hatte, so wie wir, nähte sie selbst zu einem schmalen Streifen zusammen, zu einem schmal zulaufenden Bein zusammen. Wir verfolgten die Einlieferung von Britney Spears ins Krankenhaus, nachdem sie sich mit einem ihrer Söhne im Badezimmer verschanzt hatte, gefilmt von über ihrem Anwesen kreisenden Hubschraubern aus, und wir wussten, dass eine andere Zeit angebrochen war. Wir hatten keine gemeinsame Vergangenheit. Über uns wurde nicht als Stufe gesprochen, sondern als Semester, als befänden wir uns an der Universität. Wir teilten kein Geburtsjahr. Wir hatten die Erfahrung gemacht, dass der Jahrgang, zu dem wir gehörten, irgendwann neben uns verschwunden war. An unterschiedlichen Stationen waren wir stehen geblieben, während unsere gleichaltrigen Freunde weitergezogen waren. Wir hatten sie davonmarschieren sehen und erst aus der Entfernung war uns klar geworden, dass wir, was wir verloren hatten. Eine Gruppe, zu der wir uns zugehörig fühlten. Einen Schutzraum, in dem wir uns verorten konnten. Diese Erfahrung teilten wir, aber konkret hatte sie jeder anders erlebt. Abgesehen davon, dass das Wort Loser auf dem Aushang uns alle meinte, hatten wir nichts gemeinsam. Es würde keine Gemeinschaft aus uns werden, kein Verband. Es würde nicht alle paar Jahre jemand den Versuch starten, ein Klassentreffen zu organisieren. Wir waren an dieser Schule, weil wir etwas von ihr brauchten. Das Zeugnis. Jansu hatte bereits einen Ausbildungsplatz zur Köchin bei einer großen Hotelkette bekommen und die Lehrerin in den letzten Stunden Business English mit Fragen gelöchert. Was heißt Schnittlauch? Was heißt Petersilie? Hatte sie durch den Raum gerufen, statt sich mit Grußformeln in Geschäftsbriefen zu beschäftigen. Ich konnte mir Jansu gut vorstellen in einer hektischen Küche, wie sie mit ihrer lauten Stimme nach den Kräutern rief. Wir waren 10, die den Abschluss gemacht hatten. 10 von anfangs über 30, mit denen ich am ersten Tag im Klassenraum gesessen hatte. Wir wanderten in den Flur, wo Sektflaschen und Plastikbecher auf Papiertischdecken bereitstanden, gossen uns ein und standen dann im Kreis, an den Bechern nippend,
Nur die Lehrerin nahm große Schlucke und fragte in die Runde, ob wir danach nicht noch irgendwo hingehen sollten. Die Kneipen sind doch gleich um die Ecke. Wir alle stimmten zu, denn der Sekt und der Dr. Oetker-Kuchen, den noch jemand ausgepackt hatte, konnten es nicht gewesen sein. Es war noch hell draußen. Wir verstauten unsere Zeugnisse in den Taschen und liefen in Zweierreihen die Straße hinunter wie eine Grundschulklasse auf Ausflug. Die Kneipen öffneten gerade erst und in derjenigen, die wir uns aussuchten, waren wir die einzigen Gäste. Der Barkeeper beäugte uns argwöhnisch, seiner ruhigen Minuten beraubt, bevor die Meute an Betrunkenen auftauchen würde. Wir ließen uns in einer Ecke nieder, vor einem der tiefen Fenster, die auf die Straße zeigten. Ein Teppich lag auf dem Boden und um einen niedrigen Tisch waren Sitzkissen verteilt. Ich saß mit dem Rücken zum Fenster und beobachtete den Barkeeper, der träge ein paar Gläser abtrocknete, um den Moment hinauszuzögern, in dem er zu uns herüberkommen und unsere Bestellungen aufnehmen musste. Angetrunken vom Sekt redeten alle durcheinander, durchsetzt von Gelächter und nachdem unsere Getränke gekommen waren, dem klirren Anstoßen der Gläser. Auf die Zukunft, rief Jan zu und lachte ihr krächzendes Lachen. Meine Zukunft würde aus weiteren Schulstunden bestehen. Ich würde wieder morgens statt mittags das Haus verlassen, würde wieder zum Sportunterricht gehen, vor dem es mir jetzt schon graute, aber ich würde es in Kauf nehmen. Das war der Preis. Das und die langen Bahnfahrten, weil die einzige Schule, die erwogen hatte, mich anzunehmen, noch weiter weg war als die Abendschule. Weiter weg, wenn der Ausgangspunkt der Ort war, was ja auf absehbare Zeit bleiben würde. Das Draußen, von dem meine Mitschüler und ich während unserer Zeit zusammen gesprochen hatten, vor dem wir uns strategisch schützen mussten, wurde für mich wieder greifbar. Ich glaubte, mich in die Welt, der Pika und Sophia angehörten, zurückgekehrt. Die Abendschule erschien mir schon jetzt wie ein kurioses Intermezzo. Vielleicht konnte ich Pika und Sophia sogar noch überholen, wenn ich nach dem Abitur kein Lückenjahr einfügte, wie die meisten. Nach dem Abitur. Ich wiederholte die Formulierung ungläubig in Gedanken. Das war eine Zeit, die verschluckt worden war, als ich von der Schule abging und nun wieder auftauchte, in weiter Ferne zwar, aber schon ahnbar als Foto 2. Ich werde Abitur gemacht haben. Auf seltsame Weise war mein Leben gleichzeitig verkürzt und verlängert worden. So, und welche Bilanz zieht ihr nun? Fragte die Lehrerin. Ihre Augen waren klein und wässrig geworden und die ganze Zeit über stand ihr ein schiefes Grinsen im Gesicht. Es war nicht so schlimm, sagte die Raverin und die anderen lachten. Es war eine interessante Erfahrung, sagte ich, plötzlich blasiert mit geschürzten Lippen, als könnte ich mich nun in die Beobachterrolle zwängen und als wäre von Anfang an klar gewesen, dass ich zurückkehren würde in das Draußen, wo Sophia und Pika schon warteten und wo ich eigentlich hingehörte. Nicht zu meinen Mitschülern, nicht in Jansus Auto, nicht in diese Zwischenzeit, in der ich die vergangenen Monate gelebt hatte. Auch nicht zu meinem Vater. Ich sagte es, als wäre das Jahr, das ich an der Schule verbracht hatte, nur ein Experiment gewesen. Als hätte ich von vornherein nur aus Spaß in diesen Klassenräumen gesessen, aus Gründen des Erlebnisjournalismus und könnte nun in die echte Welt, meine Welt, zurückkehren und dort darüber berichten. Man trifft solche Leute sonst nirgendwo, sagte ich. Jansu sah mich von der Seite an, ihr Glas in der Hand, eine Augenbraue nach oben gezogen. Vielen Dank. Die Erzählerin, also zur Abendschule, sie macht Abitur, sie studiert dann, trotz schwierigster Ausgangsbedingungen. Was würden Sie sagen, sind die größten Hindernisse und was sind dann aber doch die Faktoren, die einen solchen Weg ermöglichen? Also ich glaube eigentlich, das größte Hindernis ist die Familientradition, in der sie steht, die eigentlich davon ausgeht, dass es besser ist, nichts zu machen. Und die eigentlich in so einer Handlungslosigkeit verharrt. Und dieses Verhalten wird ihr vor allem durch den Vater so nahegelegt. Also er sagte ja, sich anstrengen bringt halt eigentlich nichts. Man muss leicht durchs Leben kommen. Mach besser nicht die Sternchenaufgaben. Du bist wahrscheinlich nicht irgendwie Überflieger oder irgendwas. Also es ist eigentlich immer so eine große Vorsicht vor der Außenwelt. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass sie eben diese Gewalterfahrung zu Hause macht und deshalb
versucht, immer sich unsichtbar zu machen, um eben keine Gewalt auf sich zu ziehen und eigentlich in einer permanenten Angst auch lebt. Und das wird ihr dann in der Schule eben zum Verhängnis, wo es darum geht, sich hervorzutun und möglichst laut zu sprechen, das gar nicht mal so wichtig ist, was man überhaupt spricht, sondern halt vor allem, dass man einfach gesehen wird. Und diesem Geltungsdrill eigentlich, der da stattfindet, dem kann sie halt dann die Stadt standhalten. Und also natürlich ist es dann eben auch ein Hindernis, dass es an dieser Schule nicht gesehen wird, dass sie da drin untergeht und ihre Stummheit eigentlich ausgelegt wird als Dummheit. Und die pädagogischen Mittel sind natürlich auch ein bisschen fragwürdig, also dieses komische Vokabeln abfragen und eigentlich so eine Atmosphäre des sich Blamierens schaffen, sind natürlich alles so Sachen, die halt nicht unbedingt gut sind, aber ich glaube, dass diese Erzieherin das eben nicht wegstecken kann, weil sie eben keine sichere Basis hat. Also auch die Lehrpersonen sind zum Teil arrogant oder verkennen das Potenzial der Kinder oder nehmen sie nicht ernst aufgrund des Namens oder und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch positive Ausnahmen, die den Unterschied machen. Es ist also letztlich eine Frage in diesem System, eine Frage des Zufalls, an wen man gerät und was müsste sich grundsätzlich systematisch ändern, um offener zu sein für alle Bevölkerungsgruppen und nicht nur für die Kinder des Bildungsbürgertums. Ja, ich glaube, es hat schon sehr viel mit Zufall zu tun und auch der Weg der Erzieherin ist ja eigentlich auch, also sie trifft ja an der Abendschule diese Lehrerin, die ihr sagt, du könntest doch Abitur machen und das eigentlich sehr selbstverständlich ihr eigentlich als Vorschlag darlegt und das ist ja ein sehr einfacher Satz eigentlich, den sie ihr da sagt und der reicht ja schon aus, dass sie selbst das überhaupt in Erwägung zieht und ist die Frage, was passiert wäre, wenn sie diese Lehrerin nicht getroffen hätte. Und das ist auch so eine Erzählung, die ich oft höre, dass es immer so bestimmte Leute gibt, die irgendwie mehr gemacht haben, als sie eigentlich müssten oder einen gesehen haben oder so. Und das wäre natürlich gut, wenn es nicht von solchen Glücksfällen abhängen würde. Ich weiß aber natürlich jetzt nicht wirklich, wie man das systematisch hinbekommen sollte, dass man die richtigen Leute trifft, weil es gibt mit Sicherheit immer einfach Leute, die halt nicht also miteinander klarkommen so richtig und dann, das kann man ja also zu einem gewissen Grad gar nicht wirklich systematisch auffangen. Also. Das fand ich sehr schön beschrieben, nicht? Die Erzählerin denkt, dafür müsse man ein gewisser Typ sein für das Abitur und fürs Studium. Und das stimmt ja leider auch, eben weil man sozial den gewissen Habitus haben muss, nicht? Und gewisses Orientierungswissen und so weiter. Und die Lehrerin sagt, doch, du bist dieser Typ, eben weil du intelligent und neugierig und so weiter bist, nicht? Also haben Sie sich auch mit sozusagen soziologischer Literatur beschäftigt oder mit Studien zu solchen Problemen wie Klassenscham und Habitus und Ausgrenzung oder was Didier Eribon die Selbstausschließung, glaube ich, nennt, nicht wahr? Man geht selbst möglichst früh aus der Schule ab, weil einem die Eltern sagen, geh arbeiten, wozu Bildung? Oder ist das aus eigener Erfahrung eingegangen in Ihren Text? Also ich habe mich kaum beschäftigt mit so tatsächlich wissenschaftlichen Texten oder so. Ich habe so ein bisschen so die neuesten Studien mir angeguckt zum also die ja irgendwie jedes Jahr kommen ja irgendwie drei solcher Studien raus, die belegen, dass der familiäre Hintergrund eine Rolle spielt, welchen Bildungsabschluss dann man macht. Und auch, also ganz zu Anfang habe ich, glaube ich, so ein bisschen über so diese PISA-Studie, die ja damals auch so ein Riesending war und an der ich, glaube ich, auch teilgenommen habe damals. Wenn ich mich jetzt so richtig erinnere. Oder als Schülerin. Ja, ich glaube, es wurden so Tests gemacht, so PISA-Tests. Das war ja, glaube ich, im Jahr 2000 oder so. Naja, also auf jeden Fall, ich bin da nicht wirklich so auf die Art und Weise dann eingestiegen. Also ich weiß natürlich, was der Begriff Habitus bedeutet, aber ich habe jetzt nicht wirklich, also nicht so fundiertes Wissen wirklich darüber, sondern das waren schon dann eher so Sachen, die aus dieser Figur heraus
gekommen sind, also durch eben diese irgendwie deprimierende Grundaufstellung, die diese Figur eigentlich hat und dieser Zurückhaltung, die ihr nahegelegt wird. Und dabei ist ja dann auch, also diese Erzählung von, dass sie, dass Arbeitereltern ihren Kindern dann oft sagen, mach lieber was Anständiges und geh arbeiten, die kannte ich natürlich auch, aber diese Erzählerin hat ja gerade die Schwierigkeit, dass ihr ja auch das nicht von ihrem Vater überhaupt zugetraut wird. Also eigentlich beide Elternteile wollen sie eigentlich vor der Außenwelt komplett schützen. Und es wird ihr ja nicht angeboten von ihrem Vater, ja, dann machst du jetzt halt eine Ausbildung hier bei mir im Betrieb oder so, was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Und insofern ist diese Erzählerin eigentlich auch zum Teil weiter zur Schule gegangen, weil sie gar nichts anderes, ihr gar nichts anderes eingefallen ist. Also irgendwie war das so der schmale Weg, der für sie vorgezeichnet war, und sie wusste einfach nicht, was sie sonst machen soll, außer weiter zur Schule gehen, für immer. Und ist das die Tatsache, dass es besonders deprimierend zu Hause ist, ja, und auch diese mehrfache Diskriminierung, also als Arbeiterkind und vor allem als Migrantenkind, ist das paradoxerweise der Grund dafür, sie musste da raus und dann hat sie auch die Möglichkeit, sozusagen Abstand zu gewinnen, zur Schule zu gehen, zu studieren. Also mit anderen Worten, weil es ganz besonders schlimm ist, kann dann ein Ausweg gefunden werden. Und sie ist gewissermaßen nicht versumpft, ihre Figur an diesem namenlosen Ort neben der Chemiefabrik. Ja, ich glaube schon, dass es vor allem wichtig war, dass sie das Haus verlässt auf jeden Fall, weil sie ja auch oft öfters so Versuche unternimmt, andere Gewohnheiten anzunehmen als der Vater. Also diese eine Szene, als sie versucht, in ihrem Zimmer Sachen auszumisten, was ja eigentlich gar nicht stattfindet in dieser Familie. Also es ist ja, nichts wird weggeworfen, alles ist voller Zeug. Und sie versucht irgendwie wenigstens in ihrem eigenen Zimmer diese Gewohnheit abzulegen und merkt halt, dass es nicht geht, weil der Vater die Sachen wieder aus der Mülltonne holt. Und deswegen ist es, glaube ich, für sie wichtig, da dieses Haus vor allem zu verlassen, um sich auch zu verändern und nicht immer zurückgezogen zu werden von dem Vater insbesondere, der ja irgendwie auch wie so eine Art schwarzes Loch auch schon die Mutter irgendwie zurück nach Hause gezogen hat. Haben Sie sich auch mit anderen literarischen Texten beschäftigt, die ein bisschen früher dieses Thema der Herkunft und der Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft behandelt haben? Also ich denke jetzt an Édouard Louis zum Beispiel, nicht, wo die Figur aus dem französischen Prekariat stammt, also Arbeitermilieu, rechtsradikal zum Teil und außerdem homophob. Die Figur selbst und Louis auch ist schwul. Und das als Erklärung, ich musste dort weg. Ja. Es war unerträglich in jeder Hinsicht und paradoxerweise war das mein Glück, weil ich nur so quasi davongekommen bin. Nicht? Und die Geschwister und Verwandten, die eben nicht schwul waren und irgendwie sich in diesem Milieu einrichten, die finden keinen Ausweg. Ja, das habe ich leider nicht gelesen. Also es wurde jetzt öfter auch schon so miteinander verglichen und auch mit Eribon, aber das habe ich halt auch, und Annie Ernaux, also diese französischen AutorInnen, habe ich halt alle vorher nicht gelesen. Und ich weiß, dass ich einmal einen Artikel in der Taz gelesen hatte über, ich glaube, das war dann Eribon, das war Rückkehr nach Reims, oder? Ja, genau. Ja, ja und wo sich Doris Akrapp unter dem Titel Rückkehr nach Flörsheim mit ihrer eigenen Lektüre mit diesem Text auseinandergesetzt hat. Und ich weiß noch, dass ich das gelesen habe und das schon so bei mir sowas angestoßen hat. Aber das hat nicht dazu geführt, dass ich dann den Text selbst wirklich gelesen habe oder da irgendwie tiefer reingestiegen bin, sondern nicht das. Also irgendwie ist, glaube ich, dieser Zeitgeist hat mich irgendwie schon berührt, aber ich habe dann nicht wirklich gemerkt, in was für ein Nest ich eigentlich da reinstoße dann und was für ein Fass ich aufmache dann selbst mit diesem Text und in einen Diskurs reingehe, der schon längst am Laufen ist. Also das war mir alles gar nicht so richtig bewusst. Das ist ja umso interessanter, wenn das Ihre Texte unabhängig voneinander entstanden sind, aber im Prinzip das gleiche Phänomen beschreiben, nicht wahr? Und sogar bis hin in die Komposition, also bei Eribon ist der Rückkehr nach Reims eben aufgrund eines Todesfalls, nicht? Es geht um die Beerdigung, glaube ich, des Vaters. Und bei ihnen geht es um eine Hochzeit der Schulfreunde, nicht? Also man kehrt zurück
und wird dann wieder konfrontiert mit diesem Herkunftsmilieu und beschreibt das quasi aus so autobiografisch-soziologischer Distanz, nicht? Ja, wobei dieses Rückkehr-Topos ja eigentlich schon so ziemlich halt eigentlich schon. Also ich, also hatte, ich es hatte selbst selbst schon ein schon bisschen. Oh, ich höre mich auf einmal selbst. Okay, jetzt nicht mehr. Also ich hatte selbst so ein bisschen die Sorge, dass ich ein zu abgelatschtes Motiv eigentlich benutze, weil diese Rückkehr in den Heimatort ist ja schon einfach so oft benutzt worden, dass ich mich schon gefragt habe, was ich dem dann überhaupt noch hinzufügen kann. Und dann habe ich aber versucht, es selbst, indem ich zum Beispiel diese Teenage-Filme, die das ja oft auch haben, dieses Motiv, also aus der Popkultur einfach angesprochen habe und ich schon auch den Eindruck hatte, dass es nicht, noch nicht so eine Figur gab, die dann eben nicht so eine Coming-of-Age-Geschichte erlebt und dann, also weil das eigentliche Narrativ ist ja jemand, auch des Bildungsromans, jemand verändert sich wirklich und ist ein neuer Mensch oder ist ein gewachsener Mensch und diese Erzählerin kommt ja zurück und ist dieselbe, fällt zurück in dieses Kindheits-Ich und hängt irgendwie ihre eigenen Entwicklungen innerlich hinterher. Und das war dann, was ich fand, was vielleicht was Neues ist. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher, weil ich nicht alles gelesen habe. Vielleicht gibt es das auch schon. Also den Eindruck hatte ich auch, nicht wahr? Denn also gerade wenn jetzt jemand wie Iri Bon spricht als berühmter Soziologe, nicht aus der Distanz, aber auch aus der Höhe gewissermaßen auf sein Herkunftsmilieu hinabblickend, ist das ja auch durchaus problematisch, nicht? Also wie kann man dann sich dem wieder annähern etc. Und bei Ihnen hat man ein anderes Gefühl in dem literarischen Text, eben wie Sie sagen, die Figur fällt zurück, aber durchaus auf deprimierende Weise. Sie arbeitet wieder als Putzfrau. Ja? Ist das realistisch? Also sie hat jetzt Germanistik studiert, hat sich aus diesem Ort herausgearbeitet. Und was macht sie nach dem Germanistikstudium? Putzen gehen. Also es ist ja fast provokativ. Ist ja, das, also ja. Auch auf Grundlage dessen, dass der Vater ihr halt sagt, ja, was willst du denn arbeiten? Und das ist eben dann auch genau diese Sache, die sie halt verinnerlicht, dass diese geistige Arbeit eigentlich nicht echt ist. Und dass sie dazu schon mal gar nicht in der Lage ist und dass sie dann besser was macht, wo man dann am Ende auch sehen kann, was dabei rausgekommen ist, wenn man halt irgendwie einen Bart geputzt hat oder so. Also ich fand das eine sehr interessante Lösung insofern, als sonst, wie Sie sagen, im Bildungsroman, wenn die Figur nun Autorin wäre, wie Sie als Autorin selbst, dann wäre quasi die Tatsache, dass es das Buch gibt, immer schon der Erfolgsbeleg, nicht wahr? Das Happy End hält man schon in der Hand und es ist dadurch weniger komplex als bei Ihnen. Ist der Schluss also wirklich offen? Also wissen wir nicht am Ende, ob sie scheitert, ob sie Putzfrau bleibt, ob sie zurückkehrt, wie der Vater sagt, oder ob sie reüssieren wird, Erfolg haben wird? Ja, also ich habe mich bemüht, das schon offen zu lassen. Ich selbst bin mir auch nicht wirklich sicher, was nach dem Text wirklich mit dieser Erzählerin passiert. Ich habe zwar natürlich so einen Hoffnungsschimmer reingesetzt, aber ich habe auch gemerkt, dass es eigentlich jetzt auf diese Erzählerin ankommt. Also die ganze Zeit ist sie ja so handlungslos und nimmt ihr Leben nicht selber in die Hand. Und an dem Punkt, an dem sie dann ist, am Schluss, müsste sie halt auf die Idee kommen, dass sie jetzt selber was machen kann. Also sie steht ja da nicht mehr so da, wie als sie von der Schule geflogen ist und halt Gerichtssendungen guckt, sondern hat ja tatsächlich jetzt etwas in der Hand. Und an dem Punkt kommt es dann eigentlich auf diese Erzählerin an, was sie dann wirklich macht. Und das bin ich mir nicht sicher. Also weil sie hat ja gesagt, sie müsste weg und steht jetzt aber eigentlich im Schnee alleine und hat gar kein Zugticket. Ja, sehr durchaus tristes Ende. Eine Studentin in unserem Seminar sagte sogar, dass das Problem sei offensichtlich nicht nur sozial, sondern auch psychologisch und womöglich, was man als Melancholie beschreiben kann, seien vielleicht auch die Anzeichen einer Depression und eventuell nehme sich die Protagonistin am Ende das Leben. Ist das eine Möglichkeit, mit der Sie gerechnet haben oder die Sie mitgedacht haben?
Ja, und die höre ich nicht so oft. Also das war schon etwas, was ich mir auch als Möglichkeit vorgestellt habe, weil also sie denkt ja sowohl am Anfang als auch am Ende des Textes nach über diese Selbstmörderin und hat das ja eigentlich auch als Möglichkeit für sich auch in der Kindheit einmal zumindest ins Auge gefasst. Und das wäre zum Beispiel etwas, was sie durchaus da im Schnee jetzt machen könnte. Aber es ist eben nicht ganz klar. Also sie könnte eben auch noch alles retten. Das ist dann eben der Punkt, an dem beides eigentlich möglich ist. Alles ist möglich, ja. Meine Damen und Herren, ich sehe von Ihnen keine, aus dem Publikum keine Fragen im Chat. So lange, dann frage ich Frau Ode meinerseits gerne noch. Und zwar, gibt es Reaktionen aus Ihrem Verwandten, Bekanntenkreis auf das Buch Menschen, die sich wiedererkannt haben? Reaktionen, die vielleicht auch kritisch waren? Ja, so gehst du mit unserem Ort um, so despektierlich. Wie ist da die Rückmeldung? Nee, also wiedererkannt hat sich niemand, weil ich ja niemanden wirklich da reingeschrieben habe. Das war, also natürlich haben meine Eltern erstmal schon ein bisschen alarmiert reagiert, als sie gemerkt haben, da kommen Elternfiguren vor. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Und dann haben sie es gelesen und haben halt gemerkt, ja, das sind wir ja nicht. Und sind natürlich jetzt total stolz auf das Buch und den Erfolg und so. Und auch, also ich bin ja selber an einem Ort aufgewachsen, der in der Nähe eines Industrieparks liegt. Und da ist es eigentlich auch zumindest die Stimmen, die ich gehört habe, war das eher so eine Freude darüber, dass es jetzt so eine literarische Verarbeitung einfach von dieser Landschaft und dem Ort gibt. Also ich glaube, nee, ich glaube, ich, nee. Keine, also Sie werden nicht, nicht exkommuniziert, kein Shitstorm im Heimatort sozusagen. Nee, ich habe ja auch aber mich sehr bemüht, diesen Ort irgendwie auch schön zu zeichnen. Also ich wollte ja, dass das schon auch für diese Erzählerin eine Art Sehnsuchtsort ja tatsächlich ist, also zu dem sie eigentlich immer gerne dazugehört hätte, es aber halt nicht gekonnt hat. Also eine Frage zu einem weiteren Namen, über den wir uns sehr den Kopf zerbrochen haben, und zwar der Name Pika, also ein Schulfreund, der den gleichen Spitznamen hat wie sein Vater. Ja? Mhm. Gibt es da irgendeine Bedeutung, die uns entgangen ist? Nee, das war eigentlich, sollte das nur so ein Platzhalter sein. Das war irgendwie das Erste, was ich so, das war so eine Abwandlung von so einem Namen, den ich in meinem erweiterten Bekanntenkreis als Teenager, also noch nicht mal Bekanntenkreis, sondern mehr aus so jemand aus einer anderen Schule hieß so ähnlich. Okay. Und der kam mir so als Bild vor Augen und dann habe ich gedacht, ich will so eine ähnliche Figur, die so ist wie der, und habe das dann als Platzhalter reingeschrieben und dann fand ich es aber irgendwie ganz klanglich ganz gut. Und dann ist aber auch was ganz anderes aus diesem Pika geworden, also das ist überhaupt nicht mehr der, den ich eigentlich, ich wollte auch eigentlich, dass er was ganz anderes macht, aber das hat er sich nicht gefallen lassen. Also er ist dann zu dem irgendwie etwas freundlichem Dorftrottel geworden und nicht zu einem drogenabhängigen Rabauken, wie ich eigentlich geplant hatte. Was also heißt, also vom Spitznamen her, wie sein Vater, zeigt er auch, es ist ein ungebrochenes Verhältnis, nicht? Man bleibt am Ort, oder? Und hat eben keinen Grund, sich zu distanzieren, abzuhauen. Genau, und das ist ja eigentlich, also das ist ja eigentlich dieselbe Problematik, die auch die Erzählerin hat. Also dieses innerhalb der Familientradition oder Mentalität zu bleiben, die aber bei Pika und Sophia keine Problematik ist, sondern genau das Richtige und auch das gesellschaftlich Erwünschte eigentlich. Frau Ode, zum Abschluss würde ich Ihnen gerne noch eine Frage stellen aus aktuellem Anlass. Wenn Sie den Roman heute nochmal schreiben oder erst heute schreiben würden, ja, vor dem Hintergrund der Pandemie, wie könnte man erzählen, dass die Pandemie, die wir alle erleben, in dem Ort, an dem Ort und in dem Milieu, das Sie beschreiben, auf vielleicht andere Weise ankommt? Also was haben Armut und Bildung oder Bildungsferne zu tun mit der Art und Weise, wie man die Pandemie erlebt, in Ihrer Erfahrung oder in Ihrer Beobachtung?
Ja, ich habe mich tatsächlich so anfangs, also letzten März dann schon gefragt, wie diese Erzählerin wohl damit umgegangen wäre. Also wie jemand damit umgeht, der sowohl nicht zu Hause sein kann, als auch in der Schule nicht sein kann. Also und das wäre wahrscheinlich nicht gut gewesen für diese Erzählerin. Und ich denke auch mal, in der Realität ist es halt so, dass es genug junge Leute gibt, die zu Hause nicht sicher sind und auch gleichzeitig in der Schule nicht. Und ja, frag mich, wie die das aushalten. Ja, das fragen wir uns alle und sind sehr froh, dass wir Ihren Roman gelesen haben und Sie heute zu Gast haben durften, virtuell. Frau Oder, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Ihr neues Projekt, wie Sie mir vorab sagten, ist noch geheim. Ich hoffe, wir werden Sie damit oder bei anderer Gelegenheit dann wirklich mal persönlich in Bern begrüßen Ja, dürfen. ich hoffe auch. Danke nochmal für die Einladung und danke für das Gespräch und für das Zuhören an alle, die ich jetzt nicht gesehen habe. Vielen herzlichen Dank, Frau Ode. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir sehen Sie bei der dritten literarischen Lesung dann in 2 Wochen wieder. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, alles Gute und Tschüss nach Leipzig und überall hin. Danke, tschüss.